Die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort, der Kollege Alexander Ulrich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Westerwelle, Sie haben über Iran gesprochen. Hören Sie doch bitte auf, nach mehr Sanktionen zu rufen, die nur die Bevölkerung trifft. Damit tragen Sie zur Eskalation bei und machen einen Krieg gegen den Iran wahrscheinlicher. Aber lassen Sie uns über Europa reden. Die Krisenpolitik Europas, der Troika, die ja letztendlich diktiert worden ist von Merkel und bis vor kurzem auch noch von Sarkozy, ist gescheitert. Und wenn es dafür einen Beweis braucht, konnte man ja letzte Woche die EZB-Entscheidung sehen, das ja auch ein Eingeständnis ist, dass die Politik versagt hat und die EZB zu dieser Notbremse greifen musste. Und wenn Herr Westerwelle sich hier hinstellt und sagt, er möchte, dass man den Bevölkerung Europas eine neue Vision erzählt, die nicht aus der Geschichte sich ableitet, dann muss man sich die Frage stellen, was macht diese Bundesregierung, um den Menschen in Europa eine Vision zu geben? Ganz nebenbei, darauf will ich gar nicht einkommen, dass Herr Westerwelle europapolitisch ja überhaupt nicht stattfindet, vom Kanzleramt sozusagen ins Abseits gestellt worden ist. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Menschen Europas sich von Europa abwenden, schauen wir nach Südeuropa, was wird da mit Europa wahrgenommen? Sozialabbau, Abbau von Beschäftigung, niedrigere Renten, kein Geld mehr für die Gesundheitsversorgung. Das ist das Bild von Europa, was dort wahrgenommen wird. Und auch in Deutschland erweckt diese Bundesregierung den Eindruck, dass obwohl wir Hauptgewinner sind, auch jetzt in der Krise, dass wir scheinbar nur für Europa zahlen müssten. Und dann kommen solche Leute wie Söder und Dobrindt mit nationalistischen Ressentiments, die genau diese Stammtische nicht nur in Bayern, sondern auch in der rechten Szene sozusagen bedienen. Das klappt vielleicht für die bayerische Landtagswahl, aber es klappt nicht, um Europa eine Vision für die Zukunft zu geben. Und lassen Sie uns hier auch mal über ein paar Mythen aufräumen. Es wird immer wieder erzählt, wir hätten eine Staatsschuldenkrise. Nein, wir haben keine Staatsschuldenkrise, wir haben eine Finanzkrise und Bankenkrise. Denn wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann war die Schuldenquote im Euroraum bis 2007 66,3% und jetzt ist es 87,4%. Oder ein Beispiel von Spanien. Bis 2007 hatten sie eine Staatsschuldenquote von 36,3% und jetzt sind es knapp 70%. Das, was wir in Europa als Staatsschuldenkrise gesagt bekommen, ist letztendlich die Kosten für die Bankenrettung. Die summieren sich bis jetzt auf 1,6 Billionen seit 2007. Das ist das, was wir bezahlen müssen. Es ist nicht die ausufernden Sozialsysteme. Es ist nicht, dass die Menschen Europas über ihre Verhältnisse leben. Das Geld, was wir ausgegeben haben, musste für die Bankenrettung ausgegeben werden. Und deshalb glaube ich, müssen wir darum kämpfen, endlich das wahrzumachen, was in Sonntagsreden immer erzählt wird, dass wir das Primat der Politik über die Finanzmärkte wieder bekommen. Deshalb brauchen wir eine Entkopplung der Staatsfinanzierung von den Finanzmärkten. Es ist nicht einzusehen, dass die Europäische Zentralbank für 1% oder jetzt für 0,75% das Geld auf die Märkte wirft, aber damit auch die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder andere verleihen weiter für 6, 7 oder 8%. Die Staaten können das nicht finanzieren, aber die Finanzwelt soll sich auch daran wieder eine goldene Nase verdienen. Wenn wir es entkoppeln, wäre der Spuk, auf die Staatspleite zu wenden, vorbei. Und das ist unsere Forderung als Partei und Fraktion Die Linke. Wir brauchen auch endlich eine Finanztransaktionssteuer. Aber das, was Kanzlerin Merkel heute Morgen gesagt hat, lässt ja darauf hindeuten, dass man auch da nichts machen will. Auch das ist nur eine Beruhigungspille gewesen, was man auf die lange Bank schickt. Aber es wird nicht kommen. Mit dieser Regierung wird es eine Finanztransaktionssteuer in Europa und in Deutschland nicht geben. Der zweite Punkt, es ist auch ein Anschlag auf die Demokratie. Und was ist das für eine Vision, Herr Westerwelle, wenn nicht mehr über Löhne, Steuern oder Haushalte tatsächlich die Regierungen und die Parlamente in Lissabon, Madrid oder Rom entscheiden, sondern wenn es die Troika ist, die wenig legitimiert ist, aber die in die Länder einmarschiert und sagt, was dort zu tun ist. Diese Art der Politik wird auch die Menschen von Europa weiter entfremden. Und deshalb muss Schluss sein mit diesen undemokratischen Maßnahmen der EU-Troika. Wenn man Schulden reduzieren will, dann kann man es machen wie Sie.
was zu Sozialabbau führt, oder man kann es machen, wie wir es vorschlagen, indem man Vermögen reduziert. Denn die Schulden der einen sind nun mal die Vermögen der anderen. Und es ist fast die gleiche Summe, was tatsächlich an Schulden vorhanden ist und was an privaten Vermögen in Europa vorhanden ist. Aber Sie meinen, mit Sozialabbau könnten Sie das Problem lösen. Es treibt die Eurozone in die Rezession. In Griechenland haben wir eine Rezession von 20% mittlerweile. Auch in Deutschland kommt es langsam an. Mit dieser Art der Politik werden die Schulden größer. Deshalb muss man die Vermögen reduzieren, wenn man die Schulden reduzieren will. Deshalb brauchen wir eine Millionärssteuer. Deshalb brauchen wir eine europaweite Vermögensabgabe. Wir müssen die Steueroasen trocken legen. Und ich glaube, wir brauchen auch einen deutlichen Schuldenschnitt, damit tatsächlich sozusagen die Länder wieder Luft zum Atmen bekommen. Mit der heutigen Entscheidung von Karlsruhe ist der Kampf um ein sozialeres Europa noch nicht beendet. Denn auch wenn alle Fraktionen das bejubelt haben, was in Karlsruhe passiert ist, es ist ein weiterer Schritt, Europa undemokratischer und unsozialer zu machen. Es ist ein weiterer Schritt, dass Europa nicht ein Europa der Menschen wird, sondern ein Europa der Finanzmärkte, ein Europa der Banken, ein Europa der Großkonzerne. Und deshalb wird unser Widerstand auch weitergehen, denn was jetzt kommt, wird ja sozusagen auch nationale Gesetzgebung auch umgesetzt werden müssen. Und was die Bundesregierung auch nicht der Bevölkerung sagt, ist, dass im Fiskalpakt auch in Deutschland ja schrittweise man die Schulden zurückführen muss. Aber wo kommen die 25 Milliarden her, die dafür pro Jahr benötigt werden ab 2014? Ich behaupte, wenn Sie so weitermachen, auch das wird nur über Sozialabbau gelingen, über weniger Geld für Bildung, Forschung, weniger Geld für einen sozialökologischen Umbau. Deshalb müssen wir da handeln. Die Linke wird weiter streiten mit den Gewerkschaften, mit den außerparlamentarischen Bewegungen, mit Attac und andere für ein soziales, friedliches und demokratisches Europa. Und die SPD und die Grüne haben leider bei allen europapolitischen Entscheidungen der Regierung die Hand gereicht. Deshalb sind sie hier nicht die Richtigen, die für diese Gruppen das Wort suchen. Die Linke wird auch bei Entscheidungen und bei Abstimmungen im Parlament auf der Seite dieser genannten Gruppen stehen. Vielen Dank. Thomas Hilborn ist